Mach ein gutes Spiel. Alona Bondarenko, die 23-Jährige aus Kharkov in der Ukraine, hat in diesem Jahr gezeigt, dass sie Stabilität hineinbekommt, dass sie auf allen Belegen sich wohlfühlt. Beweisen eben Finale Warschau auf Sand, Istanbul nochmal Halbfinale auf Sand, dann Birmingham Rasen oder auch Sertogenbosch, das waren Viertelfinals, genauso New Haven, Zürich in der Halle, nun Linz. Erster Hallensieg und erster Titel überhaupt in der Halle. Und im Doppel sowieso sehr, sehr erfolgreich. Und hat sich, seitdem sie auf der Tour vertreten ist, seit 1999 stetig im Ranking verbessert. Dankeschön. War zu Beginn des Jahres die 32, war mit die 23. Im Juli war sie schon mal die 21, also gutes Jahr gekommen. Auch diese Zahlen passen. Antochowa weiß im Augenblick nicht, was sie machen soll bei Aufschlagspiel Bondarenko. Zum zweiten Mal hat die 23-Jährige serviert im dritten und erneut zu null. Gibt einem natürlich ein gutes Gefühl, dass man weiß, man steht nicht bei einem Aufschlag unter Druck, sondern kann jetzt viel mehr riskieren im Return-Spiel, als wenn man immer so mit Hängen und Würgen ein Aufschlagspiel nach Hause bringt. Eine Stunde 10 gespielt, zwei beide. Im dritten. Das war sehr gewagt mit dem zweiten. Der war schneller gespielt als der erste. Classic function, 30-50. Zu spät entschieden, nach vorne zu gehen. Alles andere vom Aufschlag und das Nachsetzen mit der Vorhand richtig gut. Aber dann muss ich auch das Vertrauen haben, nachzugehen. 28 vermeidbare.
Im ersten Satz waren es 7. Stimmt alles, die Länge, die Präzision, das Vertrauen. War sie nah dran am ersten Breakball in diesem dritten Satz? Die Faust von Hantuchow war ein wichtiges Spiel und Bondarenko natürlich unzufrieden, weil sie hatte die Möglichkeit dort zum Breakball, als der Ball auf der Rückhandseite im Netz hängen bleibt. So 3-2 Hantuchow. Meine Damen und Herren, liebe Tennisfreunde, ja, der Blick hinein hier in diese wunderschöne Halle, die Intersport Arena in Linz, heute Tag des Hauptsponsors. Hantuchow im ersten Viertelfinale, deutlich Stellung bezogen, das wird mal erwähnt. Und um das mal zu untermalen, ich kann ja sagen, deutlich Stellung beziehen. Was bedeutet das? Sie hat gesagt, wörtlich, du musst hart sein wie ein Nagel und kalt wie eine Schlange. Nur Neid und Missgunst würde unter den Spielern herrschen. Da fühlt sich doch keiner wohl. Sie haben kaum nette Unterhaltungen geführt. Das ist ihre Bilanz. Als sie Anfang Oktober ein Interview in diesem Spiel dem Spiegel gegeben hat. Und sie sagt, dadurch, dass es so wenig Freundschaften gäbe auf der Tour, daran wäre sie fast zerbrochen. Sie kennt das Thema und Theater um ihre Figur, um das Gewicht, dass sie unter 50 Kilo gelangte. Sie sagt, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendjemand nacheifern wollte, sondern der Frust auf der Tour hat mich einfach platt gemacht. 25 Gewinnschläge gegenüber 8, das ist gut. Weg, Auslastung bei Bondarenko, 100% nach wie vor einmalig. Aber dennoch sind wir im dritten. Und da ist nach wie vor alles ohne Breakpunkt und ohne Breakball. Also alles in der Reihe im dritten Satz zwischen Bondarenko und Hantuchowa. Stabiler wirkt mir im Augenblick die 23-Jährige. Belegen muss es jetzt nun im Aufschlagspiel. 14 und 15 noch. Prima. Genau das, was ich gesagt habe, sie bestätigt es. Gefällt mir ausgezeichnet, Alena Bondarenko. Hat das Niveau nach wie vor aus dem ersten, auch im zweiten gezeigt und das nimmt sie mit in den dritten, auch dieses Vertrauen. Und im ersten waren es nur wenige Punkte, die eben den Ausschluss darüber, oder den Aufschluss darüber gegeben hat, wer den Satz gewinnt. Da war es dieses eine Break mehr. Und nach wie vor die Qualität der Returns, die sind richtig gut. Ist mit Tempo, mit Länge gespielt. Und damit hat Hantuchow aber echt Probleme. Drei beide.
out. Full turn on 15 love. Seite. Nicht geguckt, was macht die Gegnerin. Der Kick, die Rückhand Longline, alles gut. Und dann muss man auch mal auf den Augenwinkel registrieren, was macht die Gegnerin, wohin bewegt sie sich. Dieser Ball hier. Überragend. Finger von Durante ging sofort nach oben. Sie weiß, es geht unglaublich, es geht ganz langsam, sehr, sehr viel in diesem Spiel, bei diesem Turnier. Sie hat noch die Möglichkeit, und zwar eine große Möglichkeit, das Masters in Madrid zu erreichen. Halbfinale, Finale oder Turniersieg. Ich glaube, sogar wenn sie das Halbfinale erreicht, ist sie dabei. Und wenn du das im Kopf hast, dann ist auch irgendwo verständlich, dass dann hier und da der Arm schwer wird. Längster Ballwechsel, das war rein taktisch. Beide mit viel Geduld und dennoch der Fehler bei Hantuchová. Breakchance für Bondarenko. Es ist die allererste im entscheidenden dritten Satz. Ai Sugiyama, Stammgast hier in Linz. Hat in der zweiten Runde gegen Vakulenko nichts zu bestellen beim 0-6-2-6. Gewann ja zuvor gegen Bama in 3. Gewagt. Es geht auf. Mein lieber Freund, das war Breakball gegen sich zu spielen. Das ist eine Demonstration von Selbstvertrauen. Viel zu hoch angesetzt. Und dann wählt sie die falsche Seite.
Wichtiges Ass. Das dritte im dritten Gesamt 4. Das alte Rezept greift. Kickaufschlag nach außen, Feld öffnen und damit kann sie das Break abwenden. Hatte den Ball gegen sich, dennoch die Führung bei 4-3. Im dritten. Also es bleibt hier nach wie vor in der vollbesetzten Intersportarena zu Linz ausgeglichen, spannend. Ein klarer Vorteil zu erkennen, das haben wir aber zu Beginn des Spiels auch gesagt. Dabei, weil die beiden ja auch nicht weit auseinander sind in der Weltrangliste. Wondarenko die 23, Hantopova die 10. Natürlich bist du dann als Top-10-Spielerin die Favoritin, aber es ist nicht einfach runterzuspielen. Und wenn man dann im Kopf hat, dass er die Teilnahme des Masters hier realisiert werden kann, mit einem guten Abschneiden in Linz. Das wäre dann sogar die Belohnung für eine wirklich gute Saison, bei 48 Siegen, 26 Niederlagen. Turniersieg in den Wales, der zweite nach 2002. Zweimal Finale gespielt, einmal in der Halle hier in Luxemburg, dazu Bali, fünfmal Halbfinale. Insgesamt ist es ja schon das 12. Viertelfinale der Saison. 8 hat sie gewinnen können bei 3 Niederlagen. Und da Bondarenko immerhin auch schon das 7. Sie ist aber negativ mit 2-4 in dieser Bilanz, wenn es darum geht, aus dem Viertelfinale dann weiter ins Halbfinale oder Finale zu kommen. Die Führung, eine wertvolle mit 4-3, vielleicht ein Vorteil, dass man in diesem dritten Satz begonnen hat. Man kann jetzt bei so einem Return-Spiel viel riskieren, viel versuchen, sich eine 5-3-Führung holen. Wir wackeln beide jetzt aber bedenklich. Das sind derart vermeidbare Fehler. Auch der ist vermeidbar. Viel zu schnell, viel zu hektisch will sie den Punkt haben. Das kann sie deutlich besser vorbereiten. Und so gibt es ein Geschenk an die Gegenseite. Hantopova mit dem ersten Breakball im dritten. Im zweiten hatte sie nicht ein. Nein. Deutlich ins Aus.
Auch der ist vermeidbar. Der Blick raus, die bösen Worte an die Schwester. Sie ist die Impulsiveren, extrovertiertere als Katharina. Alona Bondarenko muss das Aufschlagspiel abgeben. Handtuchowa 5-3. Sonderlich gut gespielt, aber die Gegnerin macht die Fehler. Und es ist legitim, davon zu leben und zu punkten. Ob das reichen kann, na, das werden wir jetzt ja sehen. Erinnern wir uns an den ersten. Da führte sie sogar, indem sie zweimal Bondarenko das Aufschlagspiel abgenommen hatte mit 5-2. Konnte es dann einmal oder musste einmal abgeben. Macht sie das hier, geht's weiter. Jawohl. Ja, da geht ein Raun durch die Menge, weil genau die hinter dieser Linie sitzen. In der Verlängerung haben den Ball vielleicht auch im Aus gesehen. Wir werden es nicht auflösen. Wir haben das Hawkeye in dieser Woche hier in Linz nicht. Ist wie immer eine Kostenfrage, 10 Kameras zu installieren, nur für diese Woche. Die werden dann wieder abgebaut. 2 Punkte fehlen. Handtuchowa zum Einzug ins Halbfinale. Dort, wo sie 2002 war beim Debüt. Konter. Das, was wir von Bondarenko gesehen haben, wenn das Tempo schneller wurde, dann hat sie mit dem Tempo von Handtuchowa gespielt. Nun mal andersherum. Die Matchbälle sind da. Eine Stunde 35 gespielt. Guter Erster, die Faust, Handtuchowa steht als erste Generali Ladies Linz hier in der Intersport Arena im Halbfinale. In 3 Sätzen gegen Alona Bondarenko. Am Ende ein bisschen begünstigt dadurch, dass Bondarenko zu viele Fehler gemacht hat. Aber sie spielt es dann eben souverän nach Hause. Beim eigenen Aufschlagspiel zu 0. Also Handtuchowa wie 2002 hier im Halbfinale. Und so sieht es aus, das Masters in Madrid realisiert. So, das war's hier aus Linz. Wenn Sie gleich weiter mit den Damen mitmachen wollen und mir dann rüber auf Eurosport 2 mit dem Spiel Schnieder gegen Chakvidadze ab 16 Uhr Live-Tennis aus Basel. Bevor es soweit ist, gibt's noch ein paar Bilderchen aus einer Aufzeichnung und dann sind wir bei